Also da kann ich ja direkt mal anfangen. Hallo, das ist der Tefe. Das ist mein, na, nochmal neu, warte. Also ich muss mich kurz konzentrieren. Ja, kann ich. Ja. Soll ich lieber anfangen? Hallo, das ist mein großer Bruder Metin Küçük Aslan. Er ist 22 Jahre alt und spielt seit 3 Jahren bei VfB Homberg. Hallo, das ist mein kleiner Bruder Toffi. Ist 20 Jahre alt und spielt seit 2 Jahren bei VfB Homberg. Und das reicht dann? In der großen Fußballfamilie des VfB Homberg sind Metin und Tefik, genannt Toffi, tatsächlich blutsverwandt. Seit 2 Jahren ist das Brüderpaar beim VfB gemeinsam auf dem Rasen unterwegs. Also ich hätte niemals gedacht, dass ich jemals mit meinem Bruder zusammenspielen werde. Das ist schon was Geiles, weil wenn es mir mal nicht gut geht oder ihm mal nicht gut geht, wir können uns immer gegenseitig motivieren. Wenn wir mal Fehler machen, können wir immer nach dem Training darüber reden. Und ich finde das einfach geil, dass der Bruder in der Mannschaft spielt. Ja, für mich ist das auch eine sehr große Erfahrung, mit meinem großen Bruder zusammen zu spielen. Ich wollte schon immer mit meinem Bruder zusammenspielen und ja, und jetzt spiele ich endlich mit ihm zusammen und das ist einfach nur perfekt für mich. Während Metin im defensiven Mittelfeld aufräumt, ist Toffi für die Torgefahr zuständig. So ähnlich sich die Brüder außerhalb des Platzes sind, so unterschiedlich sind ihre Stärken und Schwächen auf dem Platz. Da rede ich eigentlich nicht gerne drum, aber wenn man ehrlich ist, könnte ja mal ein bisschen öfter pumpen gehen. Ist schon ein bisschen dünn, ne? Aber das kommt. Also man sieht auf jeden Fall, dass der schon ein bisschen zugelegt hat. Der macht schon was. Und da motiviere ich ihn auch schon ein bisschen. Seine Schwächen, dazu kann ich halt sagen, dass er halt offensiv sich ein bisschen verbessern muss. Halt, ja, sein Abschluss. Aber sonst hat er keine Schwächen. Er kann zwar schießen, aber manchmal schießt er halt ein bisschen daneben. Seid doch ruhig. Aktuell geht bei den Hombergern ja zum Glück nicht so viel daneben. Nach wie vor führt man die Oberliga-Tabelle souverän an. Ein Grund dafür ist neben dem fußballerischen Können der Zusammenhalt der Mannschaft. Was mir hier sehr gut gefällt beim VfB Homberg ist, der Verein ist sehr familiär und hat mich sehr gut aufgenommen. Und ich bin auch sehr glücklich, dass ich hier beim VfB Homberg spielen darf. Die sind alle für mich da, wenn ich halt einen Fehler mache zum Beispiel. Die geben mir Tipps, wie ich das beim nächsten Mal besser machen kann und das gefällt mir am meisten. Mit ihrer familiären Bindung sind die beiden in Homberg genau richtig aufgehoben. Wer übrigens denkt, dass sich die Brüderbeziehung der beiden nur auf Fußball und das Privatleben auswirkt, der irrt sich gewaltig. Ich mache zurzeit eine Ausbildung bei der Deutschen Bahn als Elektroniker für Betriebstechnik. Ja, also ich habe ja eine Ausbildung als Elektroniker bei der Bahn, genau wie mein Bruder. Da habe ich meinen kleinen Bruder auch reingebracht. Wir machen alles zusammen. Unzertrennlich und erfolgreich. Bei Metin und Toffi können sich nicht nur andere Brüder etwas abschauen.